Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 18, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Landesregierung reagiert zu spät auf Lehrkräftemangel, Drucksache 19/4525 aus 19 zusammen mit Tagesordnungspunkt 54, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Deckung des Lehrkräftebedarfs bleibt vollumfänglich gesichert, Drucksache 19/4559 aus 19, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als Erstes spricht Kollege Degen für die SPD-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In Hessen fehlen Lehrerinnen und Lehrer. Denn der Kultusminister hat eine angemessene, rechtzeitige Lehrerbedarfsplanung leider verschlafen, meine Damen und Herren. Dass Lehrerinnen und Lehrer fehlen, soll ja inzwischen sogar bei der CDU-Basis angekommen sein, meine Damen und Herren. Nicht anders kann ich mir erklären, dass schon vor zwei Wochen ein CDU-Mitglied aus Rodenbach, örtlich bekannt, in einem Leserbrief geschrieben hat, Degen hätte Lehrer bleiben sollen, dann wäre der Lehrermangel in Hessen nicht ganz so schlimm, meine Damen und Herren. Ich habe ja schon ein schlechtes Gewissen, dass ich hier stehe, meine Damen und Herren. Aber, Herr Kultusminister, vorab, den Gefallen werde ich Ihnen so bald nicht tun. Meine Damen und Herren, ein Blick in die Zeitung genügt. Schülerinnen und Schüler und Eltern demonstrieren, um auf den Lehrermangel aufmerksam zu machen. Jüngst in Frankfurt. Lehrkräfte schreiben Brandbriefe, weil sich durch den Personalnotstand die ohnehin angespannte Belastungssituation weiter verschärft, vor allem an Grundschulen. Und Eltern und Schüler fordern, was eigentlich Selbstverständlichkeit sein sollte, nämlich dass an Grundschulen jede Klasse auch einen eigenen Klassenlehrer, einen eigenen Klassenlehrerin hat, meine Damen und Herren. Und genauso sollte selbstverständlich sein, dass diese Stellen auch tatsächlich mit examinierten Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern besetzt werden, meine Damen und Herren. Auch das ist nicht selbstverständlich in Hessen. Und ich kann es schon wieder hören, im Landesschnitt seien es ja nur 2% unbesetzte Stellen, meine Damen und Herren. So, die Landesregierung, ja, sagen Sie das doch mal den Schulen. Sagen Sie das mal den Schulen, wo eben 30 Stunden, 60 Stunden nicht besetzt sind. Denen ist total egal, wie das im Landesdurchschnitt ist, meine Damen und Herren. An der Frankfurter Eichendorfschule 90 Wochenstunden fehlen, 3 Klassen sind ohne Klassenlehrer, müssen Klassenleitungen doppelt geleistet werden, meine Damen und Herren. Kinder werden immer wieder auf andere Klassen aufgeteilt oder Lehrer beaufsichtigen 2 Klassen gleichzeitig, berichtete die Elternbeirätin der Eichendorfschule vergangene Woche, meine Damen und Herren. In Frankfurt werden zum kommenden Schuljahr 90 Stellen nicht zu besetzen sein an Grundschulen, sagt sogar der leitende Schulamtsdirektor, meine Damen und Herren. All das müssen Sie, dem müssen Sie ins Auge sehen. An Förderschulen ist es nicht besser bestellt. Das hat schon eine kleine Anfrage von uns im letzten Herbst ergeben. 77 Stellen an Förderschulen in Hessen können gar nicht besetzt werden, meine Damen und Herren. Und ich gebe ja zu, ich verstehe so langsam auch diese Stellenkürzungspolitik im vergangenen Jahr, meine Damen und Herren. Ich erinnere einmal daran, 140 Stellen an Grundschulen wurden gestrichen im letzten Jahr. Jetzt langsam verstehe ich ja erst, was der Hintergrund war. Sonst hätten wir heute 140 Stellen mehr an Grundschulen, die nicht besetzt werden können. Schon heute halten sich ja viele Schulen eben nur über Wasser, weil sie eben Studierende oder ganz andere fachfremde Lehrkräfte einstellen, auf Zeitverträgen befristet, um überhaupt hier die Unterrichtsversorgung sicherstellen zu können, meine Damen und Herren. Auch hier haben wir Fakten. An Förderschulen waren es 84% im vergangenen Jahr. Nur 84% der Lehrkräfte, die ein zweites Staatsexamen an den Schulen in der inklusiven Beschulung haben, meine Damen und Herren. Das kann nicht sein.
Ich kann Eltern gut verstehen, die sich deswegen Sorgen um ihre Kinder machen. Und, meine Damen und Herren, gerade an Grundschulen und Förderschulen ist es doch so wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler eine Bindung zu ihrer Lehrkraft aufbauen können, dass da mal zwei Jahre auch Kontinuität in der Klassenleitung ist. Das kann nicht funktionieren, wenn Sie immer wieder nur solche Stellen auch mit Befristungen eben nur einsetzen, meine Damen und Herren. Und jetzt verrate ich Ihnen einmal, was mich so wirklich sauer macht. Das Ganze kommt nicht von heute auf morgen, meine Damen und Herren. Nicht von heute auf morgen. Wir haben schon 2015 in der Antwort auf eine Große Anfrage schwarz auf weiß von der Landesregierung, Lehrkräfte fehlen an beruflichen Schulen und an Förderschulen. Und schon damals, 2015, wurden erhöhte Bedarfe für das Lehramt an Grundschulen prognostiziert, meine Damen und Herren. Die Landesregierung wusste das seit 2015. Und jetzt auch in Ihrem Antrag wieder liest man wieder fantastische Zahlen, 25.000 Seitenansteiger und Seitenansteiger. Jawohl, das ist eine Riesenleistung, die unsere Lehrerinnen und Lehrer da bewältigt haben. Aber wie viele dieser 25.000 sind dann an Förderschulen? Sehr, sehr wenig, meine Damen und Herren. Sehr, sehr wenig werden damit zu tun haben, dass 77 Stellen dort nicht besetzt werden können. Wie viele der Seitenansteiger und Seitenansteiger sind an Grundschulen? Ein paar, einige, ja. Aber nicht 25.000, meine Damen und Herren. Und ich finde es unredlich, hier mit solchen Zahlen zu argumentieren. Das hat ein bisschen was damit zu tun. Aber keineswegs können Sie sagen, dass durch die Flüchtlinge der Lehrermangel in Hessen zu verantworten ist, meine Damen und Herren. Und ja, Geburtenraten kann man auch 6 Jahre im Voraus sehen, Herr Schwarz. Das sollte man eigentlich auch wissen. Und was man auch wissen könnte, Herr Schwarz, ist, dass in Ihrem Koalitionsvertrag steht, dass Sie die Beamtenarbeitszeit reduzieren wollen. Das finden wir gut. Aber das wissen auch Sie seit 3 Jahren. Auch da hätte man seit 3 Jahren wissen können, dass hier Neueinstellungen nötig sind, meine Damen und Herren. Und Schwarz und Grün führen hier andere Bundesländer auf. Ich habe mich gestern einmal umhören können. Nordrhein-Westfalen hat schon längst die Studienplatzkapazitäten an den Universitäten erhöht, meine Damen und Herren. Rheinland-Pfalz bildet seit Jahren Überbedarf aus, und alle Planstellen können bisher besetzt werden an Grundschulen, meine Damen und Herren. Und Bayern hat längst ein Quereinsteigerprogramm für Gymnasiallehrkräfte zur Umschulung auf Förderschulen längst ins Leben gerufen, meine Damen und Herren. Und was hat Hessen gemacht? Das ist die richtige Frage. Hessen hat das Einzige, was Hessen gemacht hat, war die Anträge der SPD zur Steigerung der Aus- und vor allem Weiterbildungskapazitäten abzulehnen, meine Damen und Herren. Das hat Hessen gemacht. Wir haben mehr als einmal auf das Problem hingewiesen, meine Damen und Herren. Und wir haben ein Konzept geliefert. Der Kollege Wagner fragt ja immer gerne nach unseren Konzepten. Dann, wenn wir sie liefern, werden sie abgelehnt, meine Damen und Herren, ohne ein eigenes vorzulegen, meine Damen und Herren. Und jetzt führt ja Schwarz und Grün führen ja wieder an, dass sie so viele Stellen schaffen würden. Das ist ja auch, ich nehme mal das Beispiel Inklusion, das bin ich auch den Grünen sehr dankbar, dass sie das durchgesetzt haben in der Koalition, dass neue Stellen für die inklusive Beschulung geschaffen werden, meine Damen und Herren. Aber was halten Sie eigentlich davon, dass, während Sie neue Stellen hier durchsetzen, Ihr Koalitionspartner längst weiß, dass keine einzige dieser Stellen wird besetzt werden können, meine Damen und Herren, weil einfach überhaupt nichts in die Aus- und Weiterbildung hier gesteckt wird, meine Damen und Herren. Stattdessen redet man vom Allzeithoch. Ich erinnere mich sehr gut an die letzte Regierungserklärung des Kultusministers hier, wo alles schön geredet wird. Anstatt einmal ehrlich zu sein, dann könnte man auch partnerschaftlich hier sehr gut schauen, welche Lösungen man gemeinsam findet, meine Damen und Herren. Nun ist das Kind in den Brunnen gefallen. Lehrkräfte fehlen. Es wird die nächsten Jahre noch weiter zunehmen. Und eins kann ich Ihnen auch schon sagen. Die Aktivierung von Pensionären mag ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, aber natürlich keine ausreichende und adäquate Maßnahme, um hier zu reagieren, meine Damen und Herren. Das ist keine innovative Lösung. Was wir dringend brauchen,
ist eine verlässliche Lehrerbedarfsplanung, die nachhaltig ist, die transparent ist. Da erwarten wir auch, Herr Kultusminister, dass Sie das Parlament mit einbeziehen und nicht nur durch Pressemitteilungen verlautbaren lassen, welche Maßnahmen Sie nun kurzfristig, mittelfristig einleiten wollen, meine Damen und Herren. Und wir werden dieses Problem auch nur lösen können, wenn wir, das ist mein letzter Punkt, die Attraktivität des Lehrerberufs in Hessen endlich wieder erhöhen, meine Damen und Herren, indem wir Arbeitsbedingungen verbessern, auf Überlastungsanzeigen eingehen und vor allem aber auch endlich dafür sorgen, dass gerade im Grundschulbereich die Entlohnung, die Besoldung für alle Lehrkräfte angehoben wird, weil gleiche Arbeit muss auch gleich belohnt werden, meine Damen und Herren. Erst so werden junge Leute sich wieder für die Aufnahme eines Lehramtsstudiums begeistern können, meine Damen und Herren. Und nur so können wir dafür sorgen, dass unsere Schulen mit guten, qualifizierten Lehrkräften noch ausgestattet sind, meine Damen und Herren. Ich bin mir sicher, dieses Thema werden wir heute hier nicht zum letzten Mal besprechen. Das wird uns die nächsten Jahre weiter beschäftigen. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen, wünsche uns noch eine angeregte Debatte, meine Damen und Herren. Jetzt springt der Bildschirm. Ist auch nachgucken. Weiß ich nicht. Ich nehme. Vielen Dank. Wir haben hier gerade noch ein kleines Malheur zu beseitigen. Aber es geht gleich weiter. Daher möchte ich mich nicht auslassen. Als nächstes hat das Wort Kollege Schwarz für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Ich bin der SPD sehr dankbar, dass wir heute diesen Setzpunkt besprechen können, um die einzigartigen bildungspolitischen Leistungen der schwarz-grünen Koalition hier heute Morgen zu dokumentieren. Wir leben, Herr Kollege Degen, in der Tat in herausfordernden Zeiten. Noch vor weniger als anderthalb Jahren hat keine einzige Bedarfsprognose, Herr Kollege Rudolph, keine einzige Bedarfsprognose ergeben, dass wir steigende Schülerzahlen haben würden. Und im Übrigen, Herr Kollege, was Sie völlig ausblenden, dass der Bedarf an Grundschullehrern und Förderschullehrern in allen 16 Bundesländern da ist. Aber was Sie völlig ausgeblendet haben, der Bedarf ist unterschiedlich groß. Das werde ich Ihnen gleich auch noch einmal dokumentieren. Und jetzt fangen wir doch mal gleich vorne an bei dem, was Sie so feststellen. Sie gehen auf eine Prognose von 2015 ein. Als Lehrer, der zwei Staatsexamen hinter sich hat, wissen Sie, wie lange es braucht, um einen Lehrer in unserem Sinne zu qualifizieren. Da brauchen wir nämlich 5 bis 7 Jahre. So. Und jetzt rechnen wir das einmal hoch. Auf die Weiterbildung gehen wir gleich ein. Jetzt rechnen wir das einmal hoch. 2015 plus 5 liegen wir bei 2020. Das heißt im Klartext, einmal mehr beschreiben Sie konzeptionslos ein Phänomen ohne jeglichen Ansatz einer Lösung. Das ist SPD-Bildungspolitik, meine Damen und Herren. Lediglich der unerwartete Zustrom an 25.000 Seiteneinsteiger. Lediglich der unerwartete Zustrom an 25.000 Seiteneinsteigern in den letzten 18 Monaten hat zu der Situation geführt. Und dann gucken wir doch uns mal an, wie die Situation in rot geführten Bundesländern ist. Rot, rot, grün in Berlin, meine Damen und Herren. Vierstelliger Lehrerbedarf im Grundschulbereich. Vierstellig. Da gucken wir einmal ins benachbarte Nordrhein-Westfalen. 4.329 Stellen nicht besetzt. Schöne Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Schöne Grüße in der Verantwortung von einer Neukraft. In Hessen ist die Situation, meine Damen und Herren, deutlich besser.
Wir haben einen Bedarf an 300 Stellen, die wir aber besetzen werden, und zwar mit qualifizierten, examinierten Lehrkräften, nicht wie das in anderen Bundesländern mit Quereinsteigern geschieht. Und das ist kein Zufall, meine Damen und Herren, denn das Land Hessen und dieser Kultusminister Prof. Lorz hat sehr klug, sehr planvoll dazu beigetragen, dass die Stellen in Hessen nicht nur da sind, sondern dass sie auch besetzt werden. 800 zusätzliche Stellen im Haushaltsplan 2016, 1100 zusätzliche Stellen im Haushaltsplan 2017 und 612 Stellen, die hinzukommen durch die Rückgabe einer Arbeitsstunde, die Reduzierung der Arbeitszeit. Das führt zu fantastischen Rahmenbedingungen. Wir halten 105%. Wir leisten uns, Herr Kollege Degen, wir leisten uns die kleinsten Klassen, die es in Hessen jemals gab, und wir haben die drittkleinsten Klassen im Vergleich zu allen anderen Bundesländern. Das nenne ich eine bildungspolitische Leistung, meine Damen und Herren. Und meine Damen und Herren, jetzt schauen wir da auch noch einmal hin. Ausbildungskapazitäten, dieses pharisäerhafte Dahinlamoyieren, ich finde das bemerkenswert. Wir haben 4.800 Stellen für Lehrer im Vorbereitungsdienst. Wissen Sie, wie viel es 1999 gab? 3.300. Das heißt 1.500 obendrauf. So, und jetzt machen wir weiter. Jetzt machen wir weiter, Herr Kollege Degen. Frau Präsidentin, ich werde für etwas mehr Aufmerksamkeit sehr dankbar. Ich habe gerade versucht, dafür zu sorgen. Das geht nicht von meiner Redezeit. Da lege ich großen Wert drauf. Ich habe noch viel zu sagen. Ja. Jetzt schauen wir einmal nach Rheinland-Pfalz. Ihre SPD-Ministerin, Kultusministerin Hubig, kennen Sie gut, vermute ich zumindest einmal. Was hat die vor? Die will 310 Lehrerstellen abbauen. 310 Lehrerstellen abbauen. Ich will es hier noch einmal in den Saal rufen. Wir machen 2.500 zusätzliche Planstellen, die nicht nur als Stellen da sind, sondern die werden auch besetzt. Dort werden 310 Stellen abgebaut. Das nenne ich einen Unterschied, meine Damen und Herren. Der VBE-Chef, der Herr Bold, der befürchtet die Schließung von 76 Schulstandorten in Rheinland-Pfalz. Weswegen? Weil angeblich dort die Schulen zu klein sind. So etwas machen wir gerade einmal gar nicht. Und jetzt gucken wir noch einmal. So etwas machen wir nicht. Kleine Standorte für Dörfer, für kleine Städte sind Grundschulen das Rückgrat auch für die Perspektiven, auch für die Perspektiven der Entwicklung in einem Ort. Und Niedersachsen ist so mutig, dass Niedersachsen gar nicht erst im Kultusministerium Zahlen veröffentlicht. Das sei auch an dieser Stelle einmal gesagt. Also, im Gegensatz zu anderen Bundesländern gibt es hier keinen Unterrichtsausfall und die temporäre Doppelbesetzung, was eine Klassenleitung betrifft, Herr Kollege Degen, das ist kluge operative Arbeit einer Schulleitung. Das erwarte ich auch von einer Schulleitung, dass in einer besonderen Situation besonders reagiert wird. Ja, wir sind in einem Wettbewerb mit anderen Bundesländern, aber ja, das Land Hessen bezahlt auch besser als die allermeisten Bundesländer in der Grundbesoldung. Auch das sei an dieser Stelle noch einmal gesagt. Das heißt, wir handeln wirkungsvoll, wir handeln weitsichtig und klug, und zwar, Herr Kollege Degen, so klug, dass andere Bundesländer bei uns abschauen. Und das sind jede Menge. Kolleginnen und Kollegen, die Hintergrundgeräusche sind relativ störend. Frau Präsidentin, vielen Dank, dass Sie mir abermals zu etwas Ruhe verhelfen. Ich bilde mir ein, eine durchschlagskräftige Stimme zu haben, aber die linke Seite dieses Hauses scheint ja sehr aufgeregt zu sein, weil sie einmal mehr mit ihrem Setzpunkt völlig neben der Spur liegt und diesen versenkt hat. Hessen hat einen Plan. Hessen hat einen Maßnahmenplan in drei Stufen. Wir handeln kurzfristig. Wir bieten Pensionären, die weniger als zwei Jahre aus dem Dienst raus sind, das sind 1600 an einer Zahl, an, zurückzukehren, und 580, die bald in Pension gehen, haben ebenfalls die Möglichkeit zu verlängern. Das ist die kurzfristige Lösung.
Mittelfristig werden wir und haben wir examinierten Gymnasiallehrern, Haupt- und Realschullehrern, Förderschulen angeboten, in Richtung Grundschule und Förderschule sich weiter zu qualifizieren. Und langfristig, und da greift dieses 5 bis 7 Jahre-Moment, was ich eben beschrieben habe, werden wir die Ausbildungskapazitäten an den Universitäten erhöhen. Den Weg, den andere Bundesländer gehen, nämlich die Stellen zu besetzen mit Quereinsteigern ohne Lehramtsexamen, der ist für uns keine Option. Das will ich einmal sehr deutlich sagen. Im Übrigen, wenn Sie immer die paradiesischen Zustände unter SPD-Führung betrachten, wir reden hier bei allem, grosso modo, immer davon, dass wir die Einzigen sind, die 105% an Lehrerversorgung vorhalten. Die Maßnahmen, die Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, alle SPD bei uns kopieren, bei uns nachahmen, die reden von teilweise unter 100% Lehrerversorgung. Deswegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und sehr geehrte Kollegen, das, was Sie hier machen als Setzpunkt, ist durchsichtig, ist populistisch und entlarvend. Und, meine Damen und Herren, in einer sich rasant verändernden Realität muss man mit Pragmatismus, muss man mit Vernunft agieren. So machen wir das. Es hilft dir nichts, eine pseudoakademische Kakela-Diskussion anzustoßen, wie Sie das gerne immer wieder tun. Und deswegen sage ich noch einmal aus tiefer Überzeugung und aus absoluter Kenntnis, die Lehrerversorgung ist jetzt sichergestellt, und die Lehrerversorgung wird auch zum kommenden Schuljahr sichergestellt sein. Denn, und jetzt kommt es, auf die 300 Stellen, die dann zu besetzen sein werden, haben wir durch die Anfragen bereits über 300 Rückmeldungen. Deswegen Glück auf für eine gute Bildung von einem klugen Bildungsminister und einer guten schwarz-grünen Koalition. Danke herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Faulhaber für die Fraktion DIE LINKE. Der war so groß. So, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, also Herr Schwarz, es hilft ja jetzt auch nichts, wenn Sie hier ein Ablenkungsmanöver nach dem anderen fahren, um den heißen Brei herumreden, statt zum Kern der Angelegenheit vorzustoßen. Denn das Thema Lehrermangel ist ja kein neues Thema. Und wir können der SPD hier nur zustimmen, dass die Regierungsparteien CDU und GRÜNE immer noch versäumen, das Problem angemessen zur Kenntnis zu nehmen und dringend notwendige Maßnahmen einzuleiten. So eine dringend notwendige Maßnahme ist aus unserer Sicht nicht, dass man pensionierte Lehrkräfte an die Schulen zurückholt. Das will ich gleich hier einmal zum Anfang betonen. So etwas ist eher ein Eingeständnis, dass diese dringend notwendigen Maßnahmen vonseiten des Kultusministeriums in den letzten Jahren unterlassen worden sind. Wenn Sie jetzt hier aber auch noch die steigenden Schülerzahlen anführen, ja, die gibt es, aber das ist ein relativ neues Phänomen. Erst jetzt steigen die Schülerzahlen zum ersten Mal seit Jahren wieder. Die ganze Zeit waren sie entweder gleich oder sind zurückgegangen. Da hätten wir eigentlich gute Chancen gehabt, Herr Wagner, diese Missstände aufzuarbeiten. Das hat man aber nicht gemacht. Wir fordern seit Jahren mehr Lehrkräfte, besonders weil, das ist ja klar, der Ganztagsschulausbau, die Inklusion, kleinere Klassen und eine gute Vorbereitung auf die Arbeitswelt einfach mehr Lehrpersonal erfordern. Es zeigt sich, dass vor allem Grund- und Förderschullehrkräfte fehlen. Die braucht man für Inklusion, die braucht man, um die Seiteneinsteiger ohne Sprachkenntnisse zu beschulen.
Um das rechtzeitig festzustellen, muss man ja eigentlich auch kein Prophet sein. Wenn man inklusiven Unterricht und Ganztagsangebote ausbauen will, und das ist ja jetzt der Schwerpunkt der hessischen Schulpolitik, dann geht es eben nicht, wie vom Kultusministerium ja lange Zeit behauptet, ohne zusätzliche finanzielle Mittel, und es geht auch nicht ohne zusätzliches Personal. Eigentlich ist es ganz logisch, mehr Geld und mehr Personal für mehr Zusatzaufgaben. Aber irgendwie handelt das Kultusministerium da nicht logisch. Statt ein flächendeckendes Konzept für die verbindliche Umsetzung von Inklusion zu schaffen, wurden unterschiedliche Modellregionen vereinbart, und die wurden dann über Jahre aufrechterhalten. Statt die Ressourcen für echte Ganztagsschulen zur Verfügung zu stellen, wurde die Mogelpackung Pakt für den Nachmittag erfunden, immer in der Hoffnung, möglichst wenig Geld locker machen zu müssen. Denn das ist die Logik, nach der das Kultusministerium arbeitet. Das gilt auch für die Lehrerausbildung. Warum? Weil nicht ernsthaft versucht wird, den Lehrerberuf, insbesondere den des Grundschullehrers und der Grundschullehrerin, wieder attraktiv zu machen. Das zeigt sich dann natürlich auch an den niedrigen Studierendenzahlen. Hier haben wir schon öfter darauf hingewiesen, dass Grundschullehrkräfte besser bezahlt werden müssen und dass der Beruf aufgewertet gehört. Es geht um die Rahmenbedingungen, die das Kultusministerium schaffen muss. Hier kann nur vorausschauend agiert werden, das wissen Sie. Denn die nötigen Fachkräfte kann man sich nicht kurzfristig aus dem Ärmel schütteln, das zeigt sich ja gerade. Wenn man Grundschullehrkräfte ausbilden will, muss dafür geworben werden, bei der Berufs- und Studienberatung ebenso wie an den Universitäten. Leider werben Letztere kaum für diese Studiengänge. Irgendwie scheint das den Bestrebungen nach Exzellenz-Unis zuwiderzulaufen. Die Schulen selbst verdeutlichen immer wieder, dass nicht nur Lehrkräfte fehlen. In Zukunft werden multiprofessionelle Teams nötig sein, um die Aufgaben zu bewältigen. Das war ja auch ein Ergebnis der interessanten Anhörungen in der Enquetekommission. Es fehlen also auch Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Fachkräfte für Deutsch als Zweitsprache, therapeutisch geschulte Kräfte und auch Schulpsychologen. Und diese Aufgaben kann man nicht den Lehrkräften zusätzlich aufbrummen. Genau das macht den Lehrerberuf nämlich auch noch zusätzlich unattraktiv, wenn man mit unrealistischen Anforderungen überfrachtet wird. Es wollen dann einfach nicht genügend junge Menschen z.B. Grundschullehramt studieren. Das kann man ja auch verstehen. Und da nützt auch die Ausweitung der Kapazitäten wenig. Und genau hier liegt das Problem, das für die Zukunft angepackt werden muss. Mit Abwarten und Stagnation ist hier überhaupt nichts zu machen. So, ebenso wenig können die Überlastungen der Lehrkräfte weiterhin ignoriert werden. Der Herr Degen hat hier schon darauf hingewiesen, das haben wir auch schon öfter hier gehabt, die Brandbriefe aus den Schulen. Jetzt gibt es sogar so banale Sachen, dass für jede Klasse ein Klassenlehrer gefordert wird. Da sollte man doch denken, das ist in Hessen Standard. Ja, die wollen einfach die Belastung der Lehrkräfte vermindern, indem sie wirklich jeder Klasse diese Bindungsmöglichkeit zur Verfügung stellen. Sie haben es schon gesagt, in der Grundschule, in der Förderschule total wichtig. Aber ich glaube, das ist auch für ältere Kinder nicht ganz unwichtig. Ja, meine Damen und Herren, die Schulen melden diese Belastungen, und viele haben auch Lösungsvorschläge gemacht. Aber als oberster Dienstherr, Herr Kultusminister, sollten Sie genau auf die Hilferufe aus den Schulen achten, anstatt sie zu übergehen. In einer Situation, in der Sie händeringend um die Rückkehr von pensionierten Lehrerinnen und Lehrern in den Schuldienst bemüht sind, stellen Sie sich für die Not der eigenen Leute taub und wundern sich dann noch, dass es an Nachwuchs mangelt. Auch das erscheint doch ziemlich unlogisch. Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass wir dem Antrag der SPD-Fraktion zustimmen werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege May, Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir nehmen die Hinweise aus den Schulen im Land natürlich sehr ernst. Wenn es dort Hinweise gibt, dass einzelne Stellen nicht besetzt werden können, nehmen wir das natürlich sehr ernst. Ich möchte auch an dieser Stelle vorab schicken, wir danken allen Pädagoginnen und Pädagogen hier im Land, die mit ihrer engagierten Arbeit an den Schulen tagtäglich für den Bildungserfolg unserer Kinder arbeiten. Nun war es in der ersten Hälfte der Wahlperiode so, dass die Prognosen allesamt gesagt haben, dass die Schülerzahlen zurückgehen. Deswegen konnte die Politik davon ausgehen. Und es ist auch nicht so, als ob die Opposition, vor allen Dingen Herr Kollege Degen, dass sie etwas anderes erwartet hätten. Sondern ich habe da mal geschaut, was Sie in der Vergangenheit so vertreten haben. Bin da auf eine Pressemitteilung vom 19. Dezember 2014 gestoßen, wo Sie auch ganz selbstverständlich davon ausgegangen sind, dass wir eine demografische Rendite haben werden. Und die kann es natürlich nur dann geben, wenn die Schülerzahlen zurückgehen. Von daher finde ich das etwas vermessen, wenn Sie heute hier vertreten, dass die Entwicklung, die wir jetzt haben, so langfristig absehbar gewesen wären, wie Sie gerade getan haben, wenn Sie doch selber davon ausgegangen sind, dass die Schülerzahlen zurückgehen. Ich kann auch nicht verstehen, wie Sie hier ernsthaft vertreten können, dass die 25.000 mehr Schülerinnen und Schüler mit dem Phänomen, dass wir jetzt Lehrerstellen nicht besetzen können, nichts zu tun haben sollen. Es ist doch so, dass sich die Situation ganz grundlegend verändert hat, weshalb wir so die Meldung vom 13.02. dieses Jahres wir erstmals seit 14 Jahren mehr Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen haben. Das Land hat also erstmals seit langer Zeit und entgegen jeder Prognose jetzt mehr Kinder zu beschulen. Von daher ist das schon ziemlich vermessen, wenn Sie hier sagen, die Landesregierung habe etwas verschlafen, wenn wir jetzt eine sehr kurzfristig eingetretene Entwicklung haben, die überhaupt nicht langfristig absehbar war. Es ist ja auch nicht so, dass Ihre Fraktion den Bedarf an Grundschulen hier schon öfters und langfristig thematisiert hätte. Das ist einfach nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Aber dann dürfen Sie sich nicht hier hinstellen und so tun, als ob Sie das Problem langfristig vorausgesehen hätten. Das ist einfach nicht wahr. Noch im August letzten Jahres, am 31.08., haben wir im KPA, im Kulturpolitischen Ausschuss, eine Initiative Ihrer Fraktion zum Bereich des Lehrkräftebedarfs an Förderschulen beraten. Von den Grundschulen war da keine Rede. Mit keiner Silbe kommen die davor. Von daher ist es einfach nicht wahr, wenn Sie so tun, dass diese Entwicklung so langfristig vorhersehbar gewesen wäre. Und zu der großen Anfrage, die Sie hier anführen. Dort ist auch mitnichten angeführt, dass diese Entwicklung so eintreten wird, wie Sie sie beschrieben haben. Sie haben da Dinge aus dem Zusammenhang gerissen. Es ist einfach nicht wahr, das, was Sie hier vorgetragen haben. Diese Entwicklung kam so kurzfristig, dass man nicht auf sie so langfristig eingehen konnte, wie Sie das versucht haben. Es ist einfach so, dass wenn Sie sich den Vergleich der anderen Länder einmal anschauen, dann werden Sie feststellen, dass diese Entwicklung, die wir jetzt in Hessen haben, in allen anderen Bundesländern genauso stattfindet. Von daher, wenn das in allen anderen Bundesländern eine kurzfristige, nicht vorhersehbare Entwicklung gewesen ist, dann müssen Sie das auch für Hessen so zubilligen. Da dürfen Sie nicht mit zweierlei Maß messen, und da dürfen Sie nicht so tun, als ob Sie sozusagen hier das Orakel von Wiesbaden wären und solche Dinge langfristig voraussehen könnten. Das haben Sie nicht getan. Von daher sollten Sie so etwas auch hier nicht behaupten. Ich weise auch entschieden zurück, dass wir als Koalition untätig gewesen wären. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Wir können doch heute nur deswegen darüber beraten, dass wir Stellen in den Schulen nicht besetzen können, weil wir so im großen Stile neue Stellen geschaffen haben.
In unserem Antrag haben wir da noch einmal darauf hingewiesen und haben Ihnen das noch einmal aufgeschlüsselt, dass wir 2.500 Stellen mehr geschaffen haben. Von daher ist es einfach nicht wahr, wenn Sie hier so tun, als ob wir untätig gewesen wären. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Wir haben mit unseren Programmen auf die steigenden Bedarfe reagiert. Richtig ist, dass wir nicht alle Ressourcen, die wir jetzt zur Verfügung gestellt haben, sofort besetzen konnten. Aber auch daran arbeiten wir, und das haben wir Ihnen mit unserem Antrag heute noch einmal dargestellt. Also, auch wenn wir jetzt einzelne Stellen nicht besetzen können, was sicherlich misslich ist, müssen Sie doch so fair sein, zuzuerkennen, dass trotz lange Zeit rückgängigerer Schülerzahlen noch nie so viele Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen tätig waren. Es ist sicherlich so, dass wir jetzt daran arbeiten müssen, dass wir die Ressourcen, die wir zusätzlich zur Verfügung gestellt haben, schnell auch in die Schulen bringen können. Dazu haben wir einen Dreistufenplan zur Verfügung gestellt. Und wenn Sie mit uns darüber streiten wollen, ob diese Maßnahmen denn richtig sind, dann würde ich aber dann auch erwarten, dass Sie auch einmal vorschlagen, wie es denn besser gehen sollte, Ihrer eigenen Meinung nach. Und ich habe mich sehr gewundert, als Sie hier vorgetragen haben, ja, wir haben ja Konzepte vorgelegt, aber davon wollten Sie ja nichts wissen. Also, mir ist da nichts bekannt. Sie haben im Bereich der Grundschulen, Sie haben da im Bereich der Grundschulen nichts vorgelegt. Sie haben auch heute wieder nichts anderes vorgelegt als das, was die Landesregierung längst auf den Weg gebracht hat. In den 14 Spiegelstrichen, die Sie vorgelegt haben, findet sich nur an einer Stelle ein kleiner anderer Ansatz. Das ist nämlich an der Stelle, wo Sie sagen, ja, wir möchten die Kapazitäten an den Studienseminaren ausbauen. Und dieser Vorschlag geht ins Leere, wenn Sie sich mal zur Kenntnis genommen hätten, was der Kultusminister erst kürzlich berichtet hat hinsichtlich der Einstellungssituation der Referendare. Ich darf das einmal zitieren. Für die Lehrämter an Grundschulen, Förder- und Berufsschulen stellen wir jede geeignete Bewerberin und jeden geeigneten Bewerber ein. Wenn wir also alle Bewerber für das Grundschullehramt einstellen können, scheint mir die Forderung an den Studienseminaren dort jetzt mehr Ausbildungskapazitäten zu schaffen, nicht richtig zielführend. Und alles andere, was Sie aufgeschrieben haben, Herr Kollege Degen, alles andere, was Sie aufgeschrieben haben, sind Maßnahmen, die die Landesregierung längst ergriffen hat, abgesehen von dem bisschen Oppositionsrhetorik. Also eine große Nullnummer, was Sie heute vorgelegt haben. Es war doch vielmehr die schwarz-grüne Koalition, die eben im Haushalt 2017 wieder im großen Umfang Ressourcen mobilisiert hat. Wir haben in kurzer Zeit Stellen geschaffen, die an den Schulen dringend benötigt werden. Und wir haben für die Stellen, die wir jetzt nicht besetzen können, auch ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, um eben die Bedarfe schnellstmöglich decken zu können. Ich finde, dass wir nun Lehrkräfte, die kurz vor oder nach der Pensionierung stehen, mobilisieren konnten, ist erstens ein kurzfristiges Mittel. Ich finde das nicht gerade wertschätzend gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie hier in Ihrem Antrag zu Papier bringen, wenn Sie das als letztes Mittel bezeichnen, wenn alle anderen Mittel versagt haben, Herr Kollege Degen. Das scheint mir dann doch ein bisschen daneben zu sein. Und vor allen Dingen müssten Sie einmal erklären, was Sie denn kurzfristig anders machen wollten. Von daher sage ich, ich danke all denjenigen, die jetzt bereit sind, kurzfristig einzuspringen. Das ist eine kurzfristig wirkende Maßnahme, die an unseren Schulen helfen wird. Und wenn Sie etwas anderes wollen, dann sollten Sie erst einmal darstellen, was das denn sein sollte. Und dass das, was Sie hier zu Papier gebracht haben, etwas dünn ist, ist Ihnen ja auch in Ihrer Rede klar geworden. Deswegen haben Sie einen Punkt, den Sie gar nicht beantragt haben, hier noch einmal vorgetragen, nämlich für alle Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer die Besoldung zu erhöhen. Das haben Sie eine Debatte früher noch nicht vertreten. Jetzt haben Sie gemerkt, na ja, das, was wir hier zu Papier gebracht haben, ist etwas
wenig. Von daher kommen Sie damit jetzt kurzfristig um die Ecke. Das ist nicht besonders glaubwürdig, was Sie machen, sondern mit unserem Drei-Stufen-Plan, der dort eben kurzfristig Pensionierte zur Verfügung stellt, mittelfristig Weiterbildung anbietet und langfristig, das ist jetzt ja auch schon mit den Universitäten auf den Weg gebracht haben, die Ausbildungsleistung erhöht. Damit schaffen wir tatsächlich, dass langfristig alle Stellen besetzt werden, und zwar auf hohem Niveau bei 105% der Lehrerversorgung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Ich möchte hier noch einmal betonen, wir als schwarz-grüne Koalition nehmen die zusätzlichen Aufgaben an den Schulen sehr ernst. Wir haben im großen Stil neue Stellen geschaffen. Und damit diese schnell besetzt werden können, haben wir auch Maßnahmen ergriffen. Die Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen und Schüler, die Eltern, die sich jetzt vielleicht Sorgen machen, ob der zusätzlichen Bedarfe, können sich sicher sein, dass wir konsequent an der Lösung dieser Bedarfe arbeiten werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist schon ein Trauerspiel, wenn man sich den Umgang mit der heute diskutierten Problematik in den letzten Monaten anschaut. Denn was sich ja unter anderem zeigt, ist, dass diese Landesregierung unter anderem an dem scheitert, was sie selbst an teilweise richtigen und wichtigen Schwerpunktsetzungen definiert hat. Es wird sich zeigen, ob und wie diese Koalition ihre Versprechungen, die im Koalitionsvertrag, aber auch im jüngst verabschiedeten Haushaltsplan 2017 mit 1100 neuen Stellen hinterlegt, erfüllen will, wie nämlich diese Stellen besetzt werden sollen. Und dabei habe ich die noch ebenfalls unbesetzten Stellen zur Kompensation für die Arbeitszeitverkürzung noch gar nicht einberechnet. Das alles, meine sehr verehrten Damen und Herren, geschieht vor dem Hintergrund, dass Sie noch nachhaltig von den Errungenschaften aus der letzten Legislaturperiode profitieren. Denn nur die von uns geschaffene tatsächliche mit besetzten Stellen hohe Unterrichtsversorgung vor dem Durchschnitt 105% schützt Sie davor, so abzurutschen wie manche anderen Bundesländer, etwa Niedersachsen. In Niedersachsen, wo man die Ergebnisse sozialdemokratischer Schulpolitik noch heute live erleben kann. Dort, Herr Kollege Degen, ist die Versorgung schon von, sie war immerhin mal bei 102%, nicht so wie bei uns bei 105, auf jetzt nur noch 98% abgesunken, Etwa 100.000 Unterrichtsstunden fallen dort pro Woche aus. Deshalb wäre es manchmal sinnvoll, Herr Kollege Degen, wenn man im Glashaus sitzt, nicht so viel mit Steinen zu werfen und etwas kleinere Brötchen zu backen. Ich sage auch sehr deutlich, es wäre mit Sicherheit falsch, die Gesamtverantwortung für die Situation der jetzigen Landesregierung oder der Koalition zu geben. Denn zwei Fakten sind in der Tat nicht wegzudiskutieren. Erstens. Es handelt sich nicht um ein singuläres hessisches Problem. Ich habe es schon erwähnt, Herr Kollege Schmidt. Reden Sie einmal mit Ihren Kollegen. Und die Besetzung von Stellen, gerade mit Blick auf Förderschulen oder berufliche Schulen oder auf bestimmte Fächerkombinationen, das war auch in der Vergangenheit alles andere als einfach. Und zweitens, auch das ist ein Faktum, sind die Seiteneinsteiger ins hessische Schulsystem mit Flucht- und Zuwanderungshintergrund nicht in die Bedarfsplanung der letzten Jahre eingeflossen. Das ist klar. Das stellt unsere Lehrkräfte und Schulen in besonderem Maße vor Herausforderungen. Und ich sage das auch sehr deutlich. Wir können den Lehrerinnen und Lehrern in Hessen nur mit großem Respekt und großem Dank gegenübertreten, wenn wir sehen, wie diese Situation gemeistert wird. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, was nicht angeht, ist, dass diese Koalition sich hinter dieser Problematik versteckt und letztlich die Verantwortung für das, was an unseren Schulen nicht funktioniert, den Flüchtlingen zuschieben will, wie sich das ja z. B. auch in dem Koalitionsantrag, der heute vorgelegt wurde, wiederfindet. Auch wenn wir die von mir beschriebenen Tatsachen zur Kenntnis nehmen, das Engagement im Bereich der Flüchtlingsbeschulung anerkennen, so bekommt man doch den Eindruck, dass diese Landesregierung uns genaue Berechnungen
nicht nur vorenthält, sondern was ich noch viel schlimmer finde, dass sie diese genauen Berechnungen selbst nicht hat, dass diese schlicht fehlen. Offensichtlich weiß diese Landesregierung gar nicht, wie viele Lehrkräfte sie jetzt genau für ihre Schwerpunkte, Pakt für den Nachmittag, weiterer Ausbau unseres Sozialindexes, inklusive Schulbündnisse, Veränderungen zugunsten der Binnendifferenzierung tatsächlich benötigt. Und noch viel weniger wissen Sie, wo Sie denn diese Lehrkräfte herbekommen sollen. Das ist das Grundproblem. Und Herr Kollege May, es ist dann schon ein bisschen billig, sich hier hinzustellen und zu sagen, ja, die demografische Entwicklung, das haben wir ja alle ganz anders gesehen. Ich darf nur einmal darauf verweisen, die Schüler, die jetzt eingeschult werden, die jetzt so sechs sind oder im siebten Lebensjahr, die waren vor 3 Jahren, als Sie die Regierung übernommen haben, diejenigen, die hier eingeschult wurden. Vor 3 Jahren spätestens brauchten Sie sich nur die Kindergartenzahlen anzugucken, um zu sehen, was auf uns zukommt. Unabhängig von der Flüchtlingsproblematik. Es ist ja auch so, dass wir hier, was die demografische Entwicklung angeht, eine andere Situation haben. Und davor haben Sie in Ihrer Regierungszeit schlicht die Augen zugemacht. Seitens des Kultusministeriums wird seit Monaten darauf verwiesen, dass Sie im Gespräch mit den Hochschulen seien. Genaue Ergebnisse oder auch Zielsetzungen sind nicht erkennbar. Es wäre wünschenswert, wenn hier eine klare Strategie oder ein Konzept erkennbar wäre, anstatt der lose Verweis auf den Gesprächsphasen. Ich freue mich, ja, dass heute pünktlich zur Debatte hier im Landtag der Kultusminister berichtet, dass er 2 Jahre nach Beginn des Flüchtlingsstroms jetzt diese Woche endlich mit den Hochschulpräsidenten mal gesprochen hat, um zu klären, wie wir denn die Ausbildungskapazitäten erweitern können. Nur auch das wieder ein Beispiel dafür. Es macht keinen Sinn, 2 Jahre lang Vogelstrauß zu spielen, die Augen zuzumachen und dann zu sagen, ja, das ist alles in Ordnung und wir kriegen das alles wunderbar gebacken. Meine Damen und Herren, was haben Sie denn in diesen letzten 3 Jahren gemacht? In den letzten 2 Jahren, vielleicht kriegen wir dafür auch mal eine Antwort. Ich habe schlichtweg den Eindruck, seit Beginn des Flüchtlingsstromes haben Sie die Entwicklung verschlafen. Ich will nicht jetzt noch im Einzelnen eingehen auf die Frage Ankündigung, Bedeutung der Weiterbildung. Ein abgestimmtes Konzept liegt bis heute nicht vor. Im letzten Ausschuss, in der letzten Ausschusssitzung nach der Schulgesetzanhörung haben wir gehört von der Bündelung zahlreicher Einzelmaßnahmen. Das ist alles zwar sinnvoll, da bin ich etwas anderer Auffassung als die Sozialdemokraten, auch die Herausschiebung von Pensionsalter auf freiwilliger Basis, ein Thema, wo wir sowieso dafür stehen, Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit. Das sind alles sinnvolle Dinge, aber das reicht doch nicht. Das zeigt vielmehr deutlich, dass wertvolle Zeit ins Land gegangen ist, während sich das Kultusministerium weggeduckt hat vor der Problematik. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe einmal mitgebracht, weil ich das so spannend finde, die Veröffentlichung der Pressestelle des Hessischen Kultusministeriums über die Pressekonferenz zum Schuljahresbeginn. Das war am 25. August dieses Jahres. Dort steht ein denkwürdiger Satz drin, den finde ich schon bemerkenswert. Im August letzten Jahres, vor einem halben Jahr, länger ist das noch nicht her, Herr Kollege Al-Wazir, ich erkläre es Ihnen aber gerne auch noch genauer, dort heißt es wörtlich, Schulen und Eltern können sich aber sicher sein, dass wir den aktuell bestehenden Bedarf decken können und dabei auch keine qualitativen Abstriche machen. Auf unbefristete Stellen werden wir auch in Zukunft nur ausgebildete Lehrkräfte mit 2. Staatsexamen einstellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird keine Ausfälle geben. Damals wusste ich noch nicht, was alternative Fakten sind. Mittlerweile haben wir es ja leider lernen müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese schon zitierte Aussage aus der Mitteilung des Kultusministeriums wirkt in Anbetracht der Situation an einigen Grundschulen alles andere als überzeugend. Und der weitere Satz aus dieser Pressemitteilung, wir haben deshalb bereits die Akquise deutlich verstärkt und werden so beispielsweise auch auf den Startseiten des Kultusministeriums und des Schulamtsportals offensiv um neue Lehrkräfte werben. Das klingt schlicht zynisch. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, das gilt auch für den heute vorgelegten Antrag der Koalition, wenn ich dort lese den Satz, der Landtag begrüßt, dass die Landesregierung mit einem Maßnahmenpaket die Deckung des neu entstandenen Lehrkräftebedarfs sicherstellt. Das ist ja übersetzt die Behauptung, es gibt keinen Mangel. Alles ist wunderbar, alle Stellen sind besetzt, alle Lehrer, die wir brauchen, stehen auch den Schülern zur Verfügung. Meine Damen und Herren, das ist blanker Zynismus, wenn man sich die Situation an den Schulen vor Ort anschaut. Ich erwähne nur die Frankfurter Grundschulen. Ich habe kürzlich in einem anderen Zusammenhang
schon einmal Herrn Kollegen Frömmrich empfohlen, er möge einmal eine Polizeistation besuchen, um sich von der Situation der Polizeibeamten ein Bild zu machen. Ich kann heute nur sagen, Herr Kollege Schwarz, Herr Kollege May, gehen Sie einmal in die Frankfurter Grundschulen und schauen Sie, was dort tatsächlich los ist. Meine Damen und Herren, diese Landesregierung trägt doch mit ihren Entscheidungen, z.B. bei der Beamtenbesoldung, dazu bei, dass für Hessen ein Wettbewerbsnachteil entsteht. Und auch in der Frage der befristeten Verträge wird das Land Hessen von der Bundesagentur für Arbeit gerade zuletzt wieder heftig kritisiert. Wir haben den zweitschlechtesten Platz, was die Lehrerarbeitslosigkeit im Sommer angeht. Das kann sicherlich so nicht richtig sein. Diese Rahmenbedingungen könnte diese Landesregierung verändern, um die besten Lehrkräfte für die Kinder und Jugendlichen unseres Landes dafür zu gewinnen, in den hessischen Schuldienst einzutreten. Allein es fehlt der Wille. Es fehlt der Wille. Das ist das grundlegende Problem. Ich sage das hier noch einmal in aller Deutlichkeit. Gerade der Grundschulbereich erfordert unser besonderes Augenmerk. Denn wenn wir dort verlieren, Herr Kollege Boddenberg, wenn wir dort verlieren, insbesondere bezogen auf die Schülerinnen und Schüler, den gewinnen wir in der persönlichen Schullaufbahn kaum zurück. Und hier geht es um die Zukunft jedes Einzelnen, Qualität und Verlässlichkeit. Als letzten Punkt an dieser Stelle darauf verweisen, dass diese Landesregierung genau da nämlich die falschen Schwerpunkte setzt, wenn sie z.B. die qualifizierte Schulvorbereitung abgeschafft hat. Der Sozialminister ist leider heute nicht da. Die qualifizierte Schulvorbereitung war ein Versuch, ein erfolgreicher Versuch, wie die Evaluation zeigt, um gerade die Situation für Kleinstkinder, kleine Kinder vor der Schule zu verbessern. Das hat diese Landesregierung gestrichen, genauso wie sie im Bereich der Grundschulförderung versagt. Das ist mein letzter Satz, Frau Präsidentin. Ich kann zusammenfassend nur sagen, mit dieser Politik, meine Damen und Herren von der Koalition, versündigen Sie sich an den Jüngsten in unserer Gesellschaft, kehren Sie um. Vielen Dank. Als nächstes spricht Staatsminister Lorz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In einer meiner ersten Reden als Kultusminister hier in diesem Hohen Hause, also im Jahre 2014, habe ich für diese Landesregierung ein zentrales bildungspolitisches Versprechen abgegeben, nämlich, dass wir ungeachtet der zurückgehenden Schülerzahlen sämtliche Lehrerstellen im System belassen werden. Meine Damen und Herren, wir waren damals, und das ist jetzt noch keine drei Jahre her, das einzige Land, das dieses Versprechen abgegeben hat. Das einzige. Fast überall sonst, und besonders in den sozialdemokratisch regierten Ländern, wurde der demografische Rückgang zur Einsparung von Lehrerstellen genutzt. Nur Hessen hat an seiner Einstellungspolitik festgehalten. Ich finde es auch schön, wenn hier im Saal die Debatte so lebhaft schon anfängt. Aber vielleicht darf ich Sie noch ein bisschen unterfüttern. Wenn Sie sich noch erinnern, meine Damen und Herren, worüber wir uns damals in diesem Hause auseinandergesetzt haben, da haben wir über die Angemessenheit des Begriffs der demografischen Rendite uns unterhalten. Über die Angemessenheit des Begriffs. Aber es gab niemanden in diesem Hause, niemanden, der auf den Gedanken gekommen ist, das Faktum dieses demografischen Rückgangs infrage zu stellen. Und, meine Damen und Herren, wir haben diese frei werdenden Stellen auch genutzt. Wir haben sie eingesetzt für die Verbesserung von Qualität, für den Ausbau der Ganztagsangebote, für die Verstärkung der inklusiven Bildung, den Ausbau der zusätzlichen sozial indizierten Lehrerzuweisung. Und alle ringsherum, alle Lehrerinnen und Lehrer waren froh, nach Hessen kommen zu können, weil es hier nämlich auch die Stellen dafür gab. Ja, und wir haben natürlich sehr viel mehr und sehr viel mehr unbefristete Grundschullehrerstellen als früher. Natürlich damit auch höhere Bedarfe. Aber wir hatten auch noch im Sommer 2015 über 750 Grundschullehrkräfte, auch einige von außerhalb Hessens, die sich über die Rangliste für die Einstellung in den hessischen Schuldienst beworben haben. Und gleichzeitig, das ist eine relativ konstante Zahl, 300 Absolventinnen und Absolventen des Vorbereitungsdienstes in diesem Bereich. Also es gab keinen Anlass, irgendetwas anderes als eine grüne Ampel zu sehen. Und auch zum Schuljahresbeginn 2016/17, also vor einem halben Jahr, hatten wir keineswegs einen grundsätzlichen Mangel an Lehrkräften. Was wir erkennen konnten, war, wir haben im Grund- und Förderschullehramt regionale Lücken. Und was wir seither sehen, ist, dass niemand mehr von außerhalb kommt.
Und da wir unsere Prognosen permanent aktualisieren, sehen wir aus heutiger Sicht eine Lücke von 200 bis 300 Stellen im Grundschulbereich für das kommende Schuljahr, für das kommende Schuljahr 2017/18. Und Herr Abgeordneter Degen hat ja dankenswerterweise schon darauf hingewiesen, ja, das sind weniger als 2% gemessen an der Gesamtzahl der Grundschullehrerstellen. Und da wir eine Unterrichtsversorgung von durchschnittlich 105% haben, heißt das, wir bewegen uns jetzt von der Deckung her in den Bereich zwischen 103 und 105%. Wenn wir nicht einen so hohen Zuschlag auf die Grundunterrichtsversorgung geben würden, höher als in allen anderen Bundesländern, hätten wir rechnerisch gar kein Problem. Aber das ist nicht das Argument, das ich machen will, sondern wir wollen diese Unterrichtsversorgung gewährleisten. Das ist unsere politische Zielsetzung, und deswegen sehen wir hier den Handlungsbedarf. Und genau das tun wir auch, meine Damen und Herren. Wir handeln. Aber bevor ich darauf im Einzelnen eingehe, will ich natürlich doch noch zwei, drei Sätze zu der Frage sagen, ist das ein neues Thema? Dankenswerterweise haben ja selbst die Rednerinnen und Redner der Opposition das in ihren Reden anklingen lassen. Frau Faulhaber hat gesagt, ja, zum ersten Mal seit 14 Jahren haben wir steigende Schülerzahlen. Das ist wirklich eine Überraschung. Wir hatten auch vor drei Jahren noch keineswegs auf breiter Front steigende Kita-Zahlen. So viel zu dem Thema nach dem Motto, die Kinder waren ja alle schon da und man hätte das vorausberechnen können. Nein, die Kinder sind in großer Zahl in diesen vergangenen Jahren eben zu uns gekommen, haben alle Prognosen, die zu diesem Zeitpunkt existierten, Lügen gestraft. Und ich bin ja dankbar, Herr Abgeordneter Degen, dass Sie Ihren Ton hier in dieser Debatte gemäßigt haben. Ich habe irgendwo in einem Zeitungsartikel von Ihnen etwas von einer feigen Ausrede gelesen. Das hat mich ehrlich gesagt sehr geärgert. Das haben Sie dankenswerterweise hier nicht mehr benutzt. Und deswegen will ich jetzt auch in gemäßigtem Ton einfach nur noch einmal darauf hinweisen, dass sich in den letzten 18 Monaten in diesem Land in seinen Schulen ganz, ganz viel verändert hat. Dass wir bei der Zahl der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger inzwischen auf die 30.000 gehen. Das sind 1.500 zusätzliche Klassen. 1.500 zusätzliche Klassen, die wir geschaffen haben, die jetzt aus der Intensivsprachförderung sukzessive in die Regelklassen übergehen. Das ist mehr als ein halber Jahrgang zusätzlich innerhalb eines Jahres. Und davon können Sie auch Pi mal Daumen rechnen, ist ein Drittel an den Grundschulen. Ja, aber wir arbeiten ja schließlich auch mit inklusiver Bildung. Das heißt, die Kinder kommen ja auch ins Regelschulsystem und brauchen die Förderschullehrerstellen für die Unterstützung im Bereich der inklusiven Bildung. Da haben wir doch vor allem unseren Aufwachs an den Förderschullehrerstellen. Und da können Sie jetzt auch herunterbrechen, die 2.500 Lehrerstellen, die wir auch über jede Prognose hinaus in den letzten beiden Jahren zusätzlich geschaffen haben, dankenswerterweise auch zum Teil mit Ihrer Unterstützung, um eben genau dieser zusätzlichen Anforderungen Herr zu werden. Und wir reden jetzt über die Besetzung dieser zusätzlich geschaffenen Stellen. Das heißt, wir haben in kürzester Zeit so viele Ressourcen mobilisiert, dass wir jetzt tatsächlich nach den Möglichkeiten suchen, das Geld, das wir mobilisiert haben, auch richtig zum Einsatz zu bringen, indem wir eben die qualifizierten Lehrkräfte finden. Aber die Lehrkräfte, die wir jetzt einstellen, die haben, es ist schon darauf hingewiesen worden, die Ausbildung einer Lehrerin, eines Lehrers dauert nun einmal 5 bis 7 Jahre. Die Lehrkräfte, die wir jetzt einstellen, die haben zwischen 2010 und 2012 ihr Studium begonnen. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich damals noch nicht Kultusminister war. Aber wollen Sie ernsthaft behaupten, wir hätten damals schon die Leute rekrutieren sollen, die wir heute für die gestiegenen Schülerzahlen benötigen? Das ist absurd, meine Damen und Herren. Das ist einfach absurd. Und wie absurd es ist, sieht man am besten, wenn man einen Blick in die anderen Bundesländer wirft. Was macht denn zum Beispiel das Land Berlin, sozialdemokratisch geführt? Es wirbt um Pensionäre und darum, dass Lehrerinnen und Lehrer länger im Schuldienst bleiben sollen, weil sie nicht mehr genügend ausgebildete Grundschullehrkräfte finden. Was macht denn zum Beispiel das Land Nordrhein-Westfalen, sozialdemokratisch geführt? Es wirbt um Pensionäre und darum, dass Lehrerinnen und Lehrer länger im Schuldienst bleiben sollen, weil sie nicht mehr genügend ausgebildete Grundschullehrkräfte finden. Was macht denn zum Beispiel das Land Rheinland-Pfalz, sozialdemokratisch geführt? Es wirbt um Pensionäre und Lehrerinnen und Lehrer, die länger im Schuldienst verbleiben sollen, weil sie nicht mehr genügend ausgebildete Grundschullehrer finden. Was macht denn zum Beispiel das Land Mecklenburg-Vorpommern, sozialdemokratisch geführt? Sie stellen sogar Quereinsteiger ohne pädagogische Qualifikation auf feste Stellen ein. Dito Schleswig-Holstein, sozialdemokratisch geführt. Und in Brandenburg, sozialdemokratisch geführt, sollen Sie angeblich froh sein, dass es noch alte DDR-Lehrer gibt. Da bin ich ehrlich gesagt froh, dass es die bei uns nicht gibt, aber das ist ein anderes Kapitel. Meine Damen und Herren, ich würde ja gar zu gerne einmal Mäuschen auf einem SPD-Parteikonvent spielen. Und ich würde gar zu gerne einmal belauschen, ob die hessische SPD auch ihren Genossinnen und Genossen in all diesen Ländern in gleicher Art erzählt, sie hätten das ja alles vorhersehen müssen und vermeiden können.
Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber das entlarvt diese Aktion ja natürlich als das, was sie ist, nämlich der aus Sicht der Opposition natürlich legitime, aber eben auch sehr durchsichtige Versuch aus einem deutschlandweiten Phänomen, mit dem wir in der Kultusministerkonferenz übrigens über alle Parteifarben hinweg, ich könnte sogar noch die Linkspartei in Thüringen einbeziehen, gleichermaßen ringen, auf billige Weise landespolitisches Kapital zu schlagen. Niedersachsen habe ich mir noch aufgespart, meine Damen und Herren, sozialdemokratisch geführt. Und zwar deswegen, weil Sie, lieber Herr Degen, mich in der letzten Ausschusssitzung explizit auf den 17-Punkte-Aktionsplan der niedersächsischen Landesregierung angesprochen haben. Das klingt ja auf den ersten Blick beeindruckend, 17 Punkte. Und weil ich mir ehrlich gesagt nicht anmaßen wollte, diese Punkte alle aus dem Stand parat zu haben, bin ich dem noch einmal nachgegangen. Und wissen Sie was, meine Damen und Herren? Alles das, was Niedersachsen hier als Aktionsplan vorgelegt hat, das machen wir in Hessen bereits. Das läuft schon längst. Ich habe daraus nur keinen Aktionsplan gemacht. Das war vielleicht auch ein Fehler. Und die entscheidenden Punkte, die wir jetzt in Hessen noch implementieren werden, die fehlen aber bei den 17 Punkten. Das ist nämlich die Weiterqualifikation von Lehrkräften anderer Lehrämter für den Unterrichtseinsatz an Grund- und Förderschulen, weil wir eben keine reinen Quereinsteiger ohne jede pädagogische Ausbildung an die Schulen bringen wollen. Und das ist die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen, zu denen Sie heute dankenswerterweise auch der Presse entnehmen konnten, dass die Hochschulen dazu ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt haben. Und wir werden auch das jetzt kurzfristig umsetzen. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir sind nicht nur nicht zu spät in unseren Reaktionen, wir sind sogar ganz vorn dabei in Deutschland. Und das ist auch gut so. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Debatte zu Tagesordnungspunkt 18 und 54 beendet. Beide Anträge werden in den KPA überwiesen.